Willkommen zurück bei Rätsel Evil, nee, Resident Evil 7 immer noch. Allerdings das Rätsel, entweder bin ich komplett verblödet oder ist es wirklich mal ein bisschen schwieriger und nicht so offensichtlich. So, das Fernglas. Wo könnte mir das denn helfen? Irgendwas in der Ferne sehen. Ah, in der Ferne sehen. Zoomen geht nicht. Ah, ich Volltrottel. Hängender Dude. Komisches Grabstein mit Rabe drauf und dieser Fötus. Och, Mensch. Polarisierungsfilter, natürlich. Ich bin also wirklich komplett doof. Es tut mir leid. Hängender Dude. Grabstein. Und Fötus. So, da ist jetzt... das ist aber nicht der Finger. Strohpuppe. So, mal gucken. Strohpuppe. Wo kann ich die wohl benutzen? Vielleicht muss ich die für den Ding da vorne einsetzen. Passt nicht. Vielleicht muss ich sie anzünden und es bleibt irgendwas übrig. Ach, der... Ha! Okay. Der Puppenfinger aus der Demo. Gibt's ja nicht. Das war, glaube ich, sogar die ganze Hand. Jetzt kann ich dem den Füller geben. Und anmachen. Lass mich los. Ah. Loser. Okay. Boah. Alter, dieses Arschgesicht. Loser, ja, das ist das Passwort. Ah, Kacke. Damit hätte ich rechnen müssen. Dass sowas passiert. Ah, wie konnte ich das nur übersehen? Achso. Passwort. Was ein dämlicher Scheiß. Der mit dem Ding. So. Solange die Kerze noch aus ist, kann ich ja nochmal durchgehen. Ah, es tut mir leid, dass ich da jetzt gerade so dämlich war. Und jetzt wird sowieso gleich der komplette Raum brennen, wahrscheinlich. Wenn ich die Kerze da reinstecke. Da tickt doch was. Verdammte Scheiße. Oh nein, das Öl. War das jetzt richtig? Nein! Kann ich daran drehen? Drehen. Wow. Oh fuck. Warum ist die Tür eigentlich weg? Ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Oder? Oder war das jetzt richtig? Was zur Hölle? Sag mir jetzt nicht, ich lebe noch. Happy Birthday! Ah, Kamera. Puh.
Okay. Öfter mal was Neues. Ich sehe gerade, es ist schon ziemlich dunkel geworden. Dann mache ich doch hier mal ein bisschen Licht an. Für die Gesichtsbeleuchtung. Und dann kann ich die Farbe auch wieder ändern. Theoretisch auf weiß. Na, das wirkt zu kalt. Bleiben wir bei gelb. Mit dem fancy LED-Strip an der Schreibtischkante hinten dran. Jetzt dauert es natürlich wieder ewig zum Laden. Aber das fand ich jetzt cool. Das war ein cooles Tape. Mit den Rätseln. Das unterstützt auch ein bisschen das Nachdenken, also nicht nur wegrennen und ein bisschen überlegen, sondern das war jetzt wirklich mal cool. Ist nur schade, wenn ich es irgendwann nochmal durchspiele, werde ich es wahrscheinlich im Kopf haben. So, das Tape ist weg. Ne, das Tape ist noch im Inventar. Also fliegt das Tape erstmal in die Truhe. Raus da. Nochmal speichern. So. Jetzt habe ich ja auch wieder Ziele, oder? Ja, Materialien und vom Hof zu Lukas Haus gehen. Okay. Münzen habe ich nicht genug. Im Kühlschrank war glaube ich nur der Kopf. Ja. Also wieder zu. Man braucht 9 Münzen für die Magnum. Das ist krass. Die Schatzkarte habe ich noch im Kopf. Das war dieser. Na, Wahnsinn, ich habe einen ganzen Schuss. Egal, ich gehe da jetzt rein. Blau. Rot. Na, mach doch die Tür auf. Boah, die Farben hier sind richtig cool gemacht. Hä? Oh nein. Also er ist der Profi für psychologische Kriegsführung und Folter. Eindeutig, weil wenn man da hier rumguckt. Let's play. Oder er ist ein YouTuber. Oh nein, bassiger Dubstep. Okay. Oh nö, das wird jetzt wieder sowas. Ja, nee. Oh. Soll ich die schön nah ran? Ich gehe ein Stück zurück. Ah, den haben sie gut hinbekommen, den Charakter. Der Schädel. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das Oh nein. Oh Gott. ist besonders. Weißt du, Ethan? Boah. Ich gehe dafür gerne die Zeit zurückdrehen. Boah, Fingernägel ausreißen. Boah, eklig. Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Zoe ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Ah, die Evelyn gibt vielleicht die Befehle. Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich?
kontrollieren. Was sagst du? Boah. Scheiße! Ja, das trifft ziemlich gut. Vor allem, da ich überhaupt keine Ammo und nichts habe. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Irgendwas zu mitnehmen? Nein. Ich glaube, der ist noch ein bisschen krasser drauf als seine Eltern. Sieht zumindest so aus. Kraut, hatte ich das noch? Nee, okay. Ammo wäre nett. Seitlich war das Messer. Flintenmunition. So rum. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen in den Tasten. Kann man die entschärfen? Eher nicht. Hier könnte irgendwo der Käfig sein. Oder, hier ist die Leiter. Da auf der anderen Seite vielleicht? Das war also eine Leiter auf dem Foto. Da müsste jetzt irgendwo der mit der Cap sein. Hoffentlich reicht das. Jetzt mal wieder aufstehen. Oh Mann, ist das gemein. Oh yeah. Sehr gut, die ist schon nachgeladen. Oh. Überall Fallen. Vielleicht ist er auch nur da, wenn man die Karte dabei hat. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ich hoffe, es... Ah, da hinten ist er. Ich hoffe, es reicht, wenn man das Foto angeschaut hat. So. Farbrollen und so Zeug. So, dann gucken wir doch mal. Reparatursatz. Gun Repair Kit. Damit kann ich die defekte Pistole wahrscheinlich reparieren. Dann habe ich eine andere Pistole. Vielleicht ist sie auch stärker. Das ist natürlich auch... Oh. Der ist gemein. Wow. Au. Nein, 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 nein. Wow. Okay. Darauf erstmal ein Kraut. Das ist ja fies. Hat also nicht gereicht, offensichtlich. Nur drei Schuss. Die steht so. Na, die explodiert bestimmt auch. Nö, cool. Was zum... Noch mehr? Shit. Ich nehme ein Heilding. Will nicht riskieren, tot zu sein. Okay, das ist eine Treppe, die man wohl... Hoch und runter fahren. Ich weiß nicht, kann ich die entschärfen? Da komme ich doch gar nicht durch. Aber ich glaube, das hat mir nicht wehgetan, weil ich nicht nah dran stand. Also ich stand nicht am Sprengsatz. So, Inventarkiste, ist es die allgemeine? Oh, okay, cool. So, dann hole ich mir mal die defekte Pistole. So, kann ich jetzt die normale Pistole raus und die 1911 wieder reinnehmen?
Oh cool, die Ammo zählt auch. Sind zwar nur 7 Schuss, aber es hieß ja eine relativ kraftvolle Pistole. Vielleicht ist die besser. So. Gucken wir erstmal ein bisschen rum. Die Folgen fliegen heute gerade so. Okay, da ist nichts mehr. Das Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Was war das erste? 0814? 0814. Vielleicht hat er einfach beim ersten Mal schon gesagt. Was zur Hölle? Was war das andere? Null 416? Ich weiß es nicht. Ich muss das Passwort herausfinden. Das steht dann hier wahrscheinlich irgendwo. Jetzt passiert gar nichts mehr. Okay. Wenn die Tür schon von alleine aufgeht, warum nicht? Oh nein, nicht schon wieder. Egal, ich versuche das jetzt. Das war klar. Das war klar. Nichts. So, Chemikalie habe ich. Dann hebe ich die mal auf, weil ich kann sie eh nicht benutzen. Oh, Flintenmunition. Ich sollte mal die Pistole vielleicht benutzen. Wie sieht's denn überhaupt aus? Nee, ich warte jetzt. Dieses Mal warte ich noch. Oh, ducken. Die Fäden sind gemein, die sieht man. What the? Hat es dem wenigstens wehgetan? Ich höre noch einen. Nein, 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 nein. Flinte. Was soll denn das? Der liegt am Boden. Okay, die Pistole ist ein bisschen stärker. Boah, krass. Kommt bestimmt noch mal einer. Eine Karte? Ja. So, da komme ich her. Dann gehe ich jetzt trotzdem mal da rein. Wenn ich darf. Boah, boah. Wie soll denn das gehen? Okay, ich muss hier lang. Ah, ich muss... Ich kann die entschärfen, indem ich einfach weit genug weg bin. Wo ist da der Sprengsatz? Da hinten. Und dann kann ich unter dem vielleicht durch. Ja. Boah, was soll denn das? Kann ich den auch noch entschärfen? Nee, den will ich nicht entschärfen. Oh, eine Münze. Sehr cool. Was haben wir hier? Oh nö, das explodiert doch bestimmt.
Steroide, oh. Die, oh, Gott sei Dank, die heilen auch gleich. Oh, ist das fies, ey. So, man muss hier auch ein bisschen Leben opfern. Krass, das ist krass gemein. So, und die Zeit fliegt hier wie noch was, weil die Episode ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.